Moin, sehr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Im letzten Part haben wir angefangen, fleißig die verbliebenen Erinnerungen zu sammeln und werden das jetzt auch mal fleißig fortsetzen. Oh, hier ist aber einiges an Getiere los. Also hier ist doch ein richtig schön muckeliger Ort. Guck mal da, das kennen wir auch noch vom Foto. Das passt also. So, was bist du jetzt hier für einer? Warte mal, nicht wegreiten. Ah, was für ein Tag. Glendor. Schau an, sogar von diesem Park aus ist es deutlich zu erkennen. Schloss Hyrule. Ach, je länger ich es anblicke, desto unerträglicher wird das Unbehagen in meiner Brust. Ah, oh, das sieht halt schon echt nicht mehr gut aus. Wo ist es denn? Da. Oh, man sieht, da tobt eine schwierige Schlacht. Aber guck mal, es deuten schon 4 Laserstrahlen auf dieses Schloss zu. Und ich bin ziemlich sicher, dass Ganon das nicht gut tun wird, dass sie da so ein paar Laserstrahlen behaken. Also ich blicke relativ positiv dem Endkampf entgegen. Aber jetzt erinnern wir uns erstmal. Geduld und Liebe. Mehr braucht es gar nicht. So kann man jedes Pferd für sich gewinnen. Okay. Das hast du mir gesagt, weißt du noch? Und jetzt komme ich wirklich viel besser mit ihm klar. Am Anfang dachte ich, er würde dieses königliche Geschirr nie im Leben akzeptieren. Aber guck jetzt, er hat sich ganz und gar daran gewöhnt. Die Gefühle des anderen zu verstehen, darauf kommt es an. Ja, wahre Worte. Wahre Worte. Dort hinten erhebt sich der Berg Ranel. Nel ist ein alter Name für Nairo, die Göttin der Weisheit. All jene unter 17 Jahren sind noch nicht weise genug, den heiligen Berg zu betreten. Mit diesem Brauch wird die Göttin Nairo geehrt. Ob in der Quelle der Kraft oder der Quelle des Mutes, nirgendwo sind meine Fähigkeiten erwacht. Vielleicht ist es hier anders. Die Quelle der Weisheit ist mächtig, sie enthält Nairos Weisheit, also vielleicht. Ich weiß, dass ich mich damit an Strohhalme klammere. Aber ich muss jede Möglichkeit nutzen, die sich mir bietet. Und sei sie auch noch so klein. Morgen ist mein 17. Geburtstag. Dann brechen wir auf. Ich gebe nicht auf. Ich werde zu diesem Berg gehen. Was mich wundert, gab es zu dieser Zeit schon Strohhalme? Hatten die bei in dieser Zelda, in dieser Hyrule-Welt Strohhalme? Ich habe noch keinen gesehen. Vielleicht hat sie mal von so etwas geträumt. Who knows? Okay, diese Erinnerung haben wir auch eingesackelt. Weiter zur nächsten. Schön, schön, schön. Es nimmt doch langsam Formen an. Jetzt müssen wir einfach nur den Weg hier eine ganze Ecke weit folgen. Und irgendwo hier oben, genau, hier ist so merkwürdig, guck dir das an, hier ist so ein seltsamer Berg. Hier sind ganz viele seltsame Berge. Die führen wohl alle in Richtung Schloss. Die nächste ist wohl sehr nah am Schloss. Das macht mir ein bisschen Angst, aber who cares? Wir gehen da mal hin. Hier auf diesem Hügel wird sie wohl warten. Und da kommen wir am besten natürlich vermutlich von hier aus hin. Das Gute ist, da gibt es auch gleich noch ein paar Leuchtscheine. Können wir uns da noch ein bisschen was eindeckeln. Nicht verkehrt, wir brauchen dringend neue und wir brauchen dringend Geld, denn wir müssen dringend, ganz dringend, ein neues Wächterschild erwerben. Vor allen Dingen gibt es eine Sache, die ich einsammeln wollte, da brauchen wir das wahrscheinlich auf jeden Fall. Oder wir sind sehr schnell. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Ihr erinnert euch nämlich vielleicht noch an das Labyrinth, in dem wir waren, wo ich nach unten in den unteren Raum gegangen bin, wo so unendlich viele Wächter drin waren, wo ich dachte, oh, holy shit, wir verpissen uns mal lieber. Da gibt es das Teleportations-Item. Na, wunderbar, nicht wahr? Da müssen wir hin, um uns das Teleportations-Item zu holen. Das ist natürlich richtig super. Aber auch das werden wir schaffen. Ich bin da ganz zuversichtlich. So, erstmal ein bisschen was kaputt kloppen hier. Ein bisschen Leuchtsteine einsammeln. Gib mir die Leuchtsteine.
Und das wird dann gleich wieder reinvestiert in ein Wächterschild. So ein Scheiß. Weißt du, ich glaube, das hat 2000 gekostet, ne? Das war nicht gerade günstig, das Ding. Da ist mir gerade 2000 Euro Warenwert kaputt gegangen. Das ist schon übel. Okay, so, dann gucken wir mal. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Das ist relativ arg nah dran. So, da vorne sehen wir nämlich diese komische Säule, die da nach oben ragt. Jetzt wissen wir auch, warum das so komisch aussieht. Oh, ist das da? Oh, ich höre schon wieder einen Fuchs. Ich sehe ihn zwar nicht, aber ich kann ihn schon hören und allein das macht mich glücklich, ja. So, auf geht's. Also irgendwo hier unten ist ein Wassergebiet. Und hier ist ein Wegelchen. Ein kaputtes Wegelchen. Mal gucken. Wenn es jetzt Gothic wäre, wären da mindestens 3 oder 4 Kisten drumherum verteilt. Aber wir sind hier ja nicht bei Gothic, ne? Okay. Oh, hier ein bisschen Spurtlotus einsammeln. Man muss ja auch ein bisschen was pflücken, wenn man schon mal da ist. Das klingt so ein bisschen Dingsbums-Mond-mäßig, als würde der Blutmond wieder näher rücken. Na ja, mal gucken. So. Hallo. Ich muss da mal eben hoch. So, irgendwo hier soll sie sein. Sieht hier jemand irgendwas? Ach da, guck mal. Weil die sind aber auch echt auf sehr kurze Distanz tauchen die dann auf. Also das ist schon, da muss man schon ein bisschen suchen, nur wenn man nicht so wie ich auf eine Karte guckt. Ich weiß, es ist böse, aber hallo. Ja. Ich will die jetzt sehen. Okay, los geht's. Das ist, glaube ich, auch schon die vorletzte. 2 haben wir noch. Du. Oh, das sieht ein bisschen fröhlicher aus. Und hier noch eine. Die Blumen von Hyrule sind nicht nur schön anzusehen. Sie werden auch als Farbstoffe oder Heilmittel verwendet. Oh, man lernt ja nie aus, ne? Oh. Was denn? Das hier ist ein Prinzessinnen-Enzian. Die sind vom Aussterben bedroht. Ach so. Oh. Man wollte sie retten und hat versucht, sie in Gewächshäusern zu züchten. Aber sie gedeihen nur in der Natur. Diese Blume hier, vielleicht ist sie sogar die letzte ihrer Art. Vielleicht. Oh, hey, guck mal hier. Die sind schon lange als Delikatesse begehrt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sie Wirkstoffe enthalten, die die Leistungsfähigkeit erhöhen. Oh Gott. Ich erforsche gerade ihre Wirkung und ein paar Freiwillige im Schloss helfen mir dabei. Aber jemand mit deinen außerordentlichen Fähigkeiten fehlt mir noch. So jemanden brauche ich noch als Versuchskaninchen. Na wunderbar. Na los. Ist schon. Okay, das war wenigstens mal ein bisschen was Fröhliches. Ja, aber ich kann sie beruhigen, der Prinzessin Enzian ist nicht ausgestorben. Und meine Güte, hätte ich das gewusst, hätte ich die nicht immer überall aus der Erde gerissen. Das ist ja schon jetzt rückblickend betrachtet, wirkt das ja richtig fies, was wir da gemacht haben. Okay, das war mal eine schöne Erinnerung. Die fand ich knuffig. Diese Daten können nicht gelöscht werden, das hatte ich auch nicht vor. Okay. So, die nächste führt uns tatsächlich mal hier ein bisschen wieder in Richtung Goronia. Und ich habe auch schon auf der Map gesehen, das sieht hier so verdächtig nach Krog aus, findet ihr nicht? Also, das ist ja schon, da ist der Krog ja schon vorprogrammiert. Jetzt müssen wir nur gucken. Am besten würde ich sagen, fliegen wir mal wieder. Fliegen wir einfach hier so ein bisschen in Richtung Gubbel hier unten und dann arbeiten wir uns da schon irgendwie hin. Das wird schon klappen. Also auf geht's, dann können wir auch mal wieder unsere Lieblingsrüstung anziehen. Die wunderbare, dicke, komische Feuerwehrmann-Rüstung da, die sieht halt einfach komisch aus. Aber hilft auch nix. Nehmen wir die eben noch mit. Na komm schon. So, noch 2 Stück, dann haben wir erstmal alle. Dann sind wir damit auch erstmal so weit durch. Das ging schneller als gedacht. Ja gut, weil ich nicht suchen muss. Trotzdem. Sind halt nicht so viele auch, ne? Aber lohnt sich. Die Story ist schon süß.
Ist, na komm, dieser Frosch sah auch so glücklich aus, weil er keine Ahnung hatte, worum es ging. Was ist hier los? Oh, sie hebt mich hoch. Oh, schön. Was wollt ihr von mir? Iss ihn, los, iss ihn. Nee, ungern. So, auf geht's. Das rüsten wir aus, das rüsten wir. Das Ding ist ja noch überhaupt nicht aufgepimpt, das Scheißteil. Das geht ja gar nicht. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal bei. Wir brauchen dringend Löschechsen. Dafür, um die zu kriegen, müsste man am besten sich wirklich nochmal so einen Anti-Hitzetrank machen und dann mit der Schleichrüstung hier so ein bisschen rumeiern und Löschechsen sammeln. Ich glaube, das machen wir auch gleich, weil die ist ja überhaupt noch nicht abgepimpt. Und es gibt ein paar Sachen, vor allen Dingen im Hinblick auf unsere Orni-Rüstung und das Gefarme dafür, wo wir eine gute Rüstung hier in dieser Hitze schon brauchen werden. Aber ist ja kein Problem. Ich glaube, so anstrengend war das gar nicht, diese Anti-Hits-Dinger zu machen. Das sollte wohl klappen. Aber wahrscheinlich müssen wir dafür auch Löschechsen verbrauchen. Das ist natürlich wieder doof. Oder wir kaufen sie für unendlich viel Geld. Das ist aber schlecht. Das sollten wir wirklich vermeiden. So, wo wir schon mal da sind, ne? Immerhin ein bisschen Bernstein. Ich brauche Rhodonit. Habt ihr sowas hier vielleicht? In rauen Mengen. Also ich brauche es wirklich in rauen Mengen. Hätte ich das gewusst, hätte ich das, glaube ich, nie verkauft. Dim, dim. Ah, wir nähern uns ein bisschen. Dum, dum, da, dum. Ich fand das Gebiet, fand ich ja cool. Die Musik war leider nicht. Also im Vergleich zu den anderen Gebieten ist die Musik hier irgendwie nicht so der Burner. Aber es hat schon Spaß gemacht. Vor allem war es sehr abwechslungsreich. Also im Vergleich zu den anderen ist das hier ja am abwechslungsreichsten, muss man ja sagen. Weil einfach optisch und auch von der Härte der Umgebung her. Wobei gut, so die tiefsten Eiswüsten da, die sind auch übel. Dü, dü, dü. Dum, 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 dum. Was kann ich denn hier mit anstellen? Da muss ja irgendwas passieren. Ich versuche das mal hier so ein Loch zu kegeln. Kommt bestimmt ein Krog bei rum. Eingelocht! Ba, ba, ba. Ui, du hast mich entdeckt! Läuft doch. Jo, hau rein! Siehst du, es lohnt sich immer ein bisschen durch die Gegend zu eiern. Finden wir noch Crocs. Hier werden wir wahrscheinlich auch viele schwarze. Ach Gott. Läuft heute nicht bei mir, Leute. Ich glaube, diese 7 Folgen, die werden alle etwas komisch. Mein Sprachduktus wird etwas kantiger als gewohnt und üblicherweise sein. Ey, Leuchtsteine! Gleich mal markieren auf unserer Map. Hier ist nämlich ein relativ großes Leuchtsteinreservoir sogar. Zoomen, zoomen, zoomen. Bitte hier einmal. Mach mal hier so einen Marker hin. Was habe ich denn immer genommen? Das da, ne? Ja, boink. So. Damit wäre das auch markiert. Gib mir deine Leuchtscheine, gib sie mir alle. Und noch mehr. Okay, haben wir. Dim, dim, dim. Ich glaube, es ist auch bald wieder eine Zeit, mal wieder ein bisschen zu kochen. Ich habe in letzter Zeit dadurch, dass ich so, also ich kriege das ja, ich weiß auch nicht wieso, man kämpft halt doch im Vergleich relativ wenig auch. Also man kann natürlich viel mehr kämpfen, aber so, man läuft halt mehr rum, ne? Man läuft mehr rum, macht Schreine, dann wird man ein bisschen gekämpft. Aber so das Richtige, jetzt kämpfe ich gezielt gegen viele Gegner oder häufig gegen Gegner, kommt ja wirklich erst dann, wenn wir jetzt anfangen, Zeug für Klamotten zu farmen. Oh, there we go. Hab ich eine Eiswaffe? Ja, ich seid so im Arsch. Ihr seid so im Arsch. Mann! Was ist das? Warum? Ach, komm her. Oh, 3 Stück auch noch. Ihr macht mich fertig. Ich muss eure Köpfe kaputt hauen. Ich muss eure Köpfe kaputt hauen. Jawoll. Nein, hau mich doch nicht. Komm her, du. Wumms. Eieiei. Fallt ihr jetzt bitte alle auseinander? Dankeschön. Ich will nur euren Loot haben. Nur euren Loot. Kann mich hier nicht frei bewegen. So, warte, Eisschwert wieder. Ja, komm her. Ah! He's doing the fire thingy. Woo! Gib mir all deine Sachen. Vor allen Dingen deinen Schwanz. Da ist auch noch einer. Komm, alle umbringen. In die falsche Richtung. Ach, Link. Er hat irgendwas Fragezeichiges verloren. Habt ihr das gerade gesehen? Da war gerade Fragezeichen. Was ist das?
Stahl-Exalschild. Okay, das hatten wir noch nicht. Deine Waffentasche ist voll. Ja, gleich nicht mehr. Dieses Eisschwert wird nicht ewiglich halten. Leider. So, jetzt scheinen aber hier keine mehr zu sein. Das heißt, wir wechseln es mal wieder. Für solche Gegner ist das dann wirklich super. Aber da können wir auch mal unsere Eispfeile benutzen, weil ganz ehrlich, wir haben tausende davon und ich benutze sie nie. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier muss ja irgendwo... Erstmal kommt die Erinnerung. Wenn wir noch genug Zeit haben. Ich guck mal gleich auf die Uhr. Ja, Erinnerung geht wohl noch. Gönnen wir uns mal. Gott, sieht diese Rüstung doof aus. Schwing! Okay, das hätte ich, glaube ich, nicht so einfach gefunden. Ich hätte gewusst, ja. Ja, doch, man kriegt das hin. Man sieht dann da den Wasserlauf und so. Da kann man schon erahnen, wo es ist. Aber so im Dunkeln wäre schwierig gewesen. Die Wunde ist nicht sehr tief. Aber du musst trotzdem vorsichtiger sein. Ist da eine Leune? Okay. Du bist zwar stark, aber nicht unverwundbar. Das ist mir auch schon aufgefallen. Warum bin ich nicht unverwundbar? Tatsächlich, da liegt einfach mal ein Leune rum, noch ein Leune. In letzter Zeit. Auch so gefährliche wie diese werden immer häufiger gesichtet. Ich fürchte, das könnte ein düsteres Vorzeichen sein. Die Wiederkehr der Verheerung. Komm, es ist nicht viel Zeit. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen und unsere Vorkehrung treffen, bevor es zu spät ist. Ja, klingt vernünftig. Aber Link hat mal eben so einen Leune weggehauen, einfach ohne Probleme. Respekt geht raus. Der war wohl auf jeden Fall, bevor ich ihn steuern musste, war er wohl ein Badass. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er eine Lulli, eine Wurst. Er ist halt ein kleiner Fox wie ich, ne? Okay, so, dann schauen wir doch mal. Wo gibt es denn irgendwo noch ein Steinchen oder so? Ich brauche mal noch so einen Stein. Da ist ja einer. Guck mal, nehmen wir doch den. Kommunärstein. So, würde ich dich mal hier noch hinzufügen. Ah, so. Ach, wir brauchen noch einen. Scheiße. Na gut, zum Glück liegt er nicht allzu weit weg. Du, wo würde ich auch mal noch da hinzufügen? Komm ran, du. Wupp. Ba, ba, ba. Ui, du hast mich entdeckt. Krocksamen. Ha. Ja, hau rein. Okay. Das war diese Erinnerung. Und jetzt bleibt noch, soweit ich das weiß, eine letzte über. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Die ist ziemlich weit weg. Hier ist dieses Ding. Dann kommt dieses Ding. Ja, hier ist sie wohl. Aber das, also mir wäre, als hätten wir die schon. Die da hinten beim Rausgehen aus dem Tor. Die hatten wir doch schon, oder ne? Wir können mal gucken bei unseren Erinnerungen. Irgendwo kann man die doch sehen. Fehlt uns noch irgendwo was? Die fehlt uns noch. Es gibt auch irgendwo eine bessere Übersicht. Irgendwo hier, glaube ich. Tasche, Tagebuch. Genau, Tagebuch. Und dann Erinnerung. Du, 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 du. Ja, zwei fehlen uns noch. Eine gibt es auf jeden Fall im Schloss. Das wird wahrscheinlich diese hier sein. Und eine gibt es noch so. Gucken wir doch einfach mal. Also... Nach meiner Recherche sollte es die da hinten sein, aber ich wäre felsenfest davon überzeugt gewesen, wir hätten die schon. Aber gut, wir können ja mal gucken gehen. So als, ne? Jetzt habe ich leider vergessen, wo. Ich habe so gerade so schön ausgesucht. Hier, genau. Die da hinten, die werden auf der Karte leider auch nicht eingezeigt, ne? Also hier hinten wäre noch eine. Setzen wir uns mal einen Marker. Da ist auch der einer der schönen Leunen. Dann müssen wir gucken. Wie kommen wir denn am besten dahin? Bisschen schwierig. Also wenn ich dahin gehe, müssen wir uns mit sehr vielen Gegnern rumschlagen, aber naja, dann ist das halt so. Machen wir. Oh, siehste. Ist schon wieder soweit, Hahn, wa? Na gut. Na gut.
Der Horn kräht, ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen dann eben kurz in den Break machen. Ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder, machen uns dann dran, die letzte Erinnerung zu finden. Und dann geht's erstmal ein bisschen weiter mit vermutlich Schreien. Ich denke, also ich habe ein bisschen was für Quests noch ausgesucht, hier Erweiterungsquests. Und danach machen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen Schreine. Aber gut, bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.